I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No other will do. I've lost all ambition for worldly acclaim. I just want to be the one you love. And with your admission that you feel the same, I'll have reached the goal I'm dreaming of. Be clean. I Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Seit Anbeginn der Menschheit, als unsere Vorfahren erstmals die mörderische Kraft von Stein und Knochen entdeckten, wird Blut vergossen. Im Namen Gottes, der Gerechtigkeit oder einfach aus tobendem Wahnsinn. Im Jahre 2077, nach Jahrtausenden bewaffneter Auseinandersetzungen, konnte sich die destruktive Natur des Menschen nicht länger aufrechterhalten. Die Welt stürzt in einen Abgrund nuklearer Feuersbrunst und Strahlung. Aber es war nicht, wie einige prophezeit hatten, das Ende der Welt. Vielmehr war die Apokalypse lediglich ein Prolog für ein weiteres blutiges Kapitel menschlicher Geschichte. Der Mensch hatte die Welt zwar zerstört, doch Krieg bleibt immer gleich. Anfangs blieb Tausenden der Horror des Untergangs erspart, weil sie Zuflucht in gewaltigen unterirdischen Schutzräumen, den Worts, gefunden hatten. Doch als sie wieder nach oben kamen, wurden auch sie von der Hölle des Ödlands empfangen. Alle, außer die in Vault 101. Denn an diesem schicksalsschweren Tag, als Feuer vom Himmel regnete, fielen die gigantischen Stahltore von Vault 101 ins Schloss, um sich nie wieder zu öffnen. Hier wurdest du geboren. Hier wirst du sterben. Denn Vault 101 wird nie jemand betreten und nie jemand verlassen. Mal sehen, bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich weiß noch nicht so richtig, aber ich glaube ein Junge. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir Fallout 3. Ich kann mich nämlich dem ganzen Trubel um Fallout jetzt irgendwie nicht mehr entziehen. Ich habe so Bock auf das Spiel. Und ich hatte eigentlich vor, Fallout 1 zu machen, aber ich habe das so 10 Minuten mal angezockt und irgendwie liegt mir da das Kampfsystem nicht. Also ich kann mich damit nicht anfreunden mit diesem rundenbasierten Gedöns. Und da habe ich mir gedacht, komm, machen wir Fallout 3. Und das wird
wahrscheinlich den einen oder anderen freuen. Mich auch. Also ich bin echt gespannt und ich habe richtig Bock drauf. Und das ist auch ein Spiel, was ich nie durchgespielt habe. Also ich habe das mal, glaube ein paar Missionen, also wirklich nicht weit. Also ein paar Missionen habe ich da mal gespielt, ein paar Aufträge gemacht und so weiter. Und mal gucken, wie es wird. Ich würde sagen... Ein Junge? Ein Junge! Wir haben einen Sohn, Catherine. Einen wunderschönen, gesunden Jungen. Oh, oh James. Wir haben es geschafft. Ein Sohn. Unser wunderschöner Sohn. Du hast eine tolle Zukunft vor dir, mein Sohn. Da bin ich mir sicher. Na, wen haben wir denn da? Hallo. Hallo. Ich bin dein Papa, kleiner Mann. Hallo, Papa. 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 Du brauchst noch einen Namen, nicht wahr? Deine Mutter und ich haben uns unterhalten. Was hältst du davon? Ja, Spielername ist ja nicht so einfallsreich. Nee, aber der heißt eindeutig so. Das ist ein schöner Name. Denke ich auch. Meinst du nicht? Passt perfekt zu dir. Anscheinend ist die Genprojektion abgeschlossen. Mal sehen, wie du aussiehst, wenn du erwachsen bist. Okay, so sehen wir also aus, wenn wir erwachsen sind. Nee, das können wir ja jetzt hier alles einstellen. Ich würde sagen, das lassen wir so. Dann machen wir hier... Ich bin da drin nicht gut. Ich bin da drin echt nicht gut und ich finde, wir sollten uns da auch nicht so lange mit aufhalten. Ich glaube... Wir nehmen hier den G.I. Joe hier. Die Haare können wir ja mit Sicherheit, genau. Ich wollte gerade sagen, die Haare können wir doch mit Sicherheit noch ändern. Dann können wir das nämlich halt einfach machen. Halbglatze, ja, nee. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Was nehmen wir? Terrorsaurus. Ach, cool. Kriegsfalke. Ich hätte sogar wirklich Bock, so ein Iro hier zu machen. Ach komm, wir machen hier den Punk. Wir nehmen das. Das ist gut. So, die Haarfarbe machen wir. Machen wir. So. Wie immer. Und ja, der sieht doch ganz schnieke aus. Den können wir so lassen. Obwohl, warte mal, Gesichtsbehaarung. Oh ja, so ein ollen Hipsterbart hier noch. Nee. Bärte sind zwar cool, aber nee. Für unseren Apokalypsenheld hier brauchen wir das nicht. Obwohl die natürlich lustige Namen haben. Das muss man schon sagen. Direktor Cheng. Glatter Aal. Nee, wir nehmen gar keinen. Warte mal, ich kann doch auch hier. Machen wir. So. Fertig. Naja. Ja, gefällt mir. Du wirst deinem Papa sehr ähnlich sein. Geht so. Siehst du das, Catherine? Oh. Sehr, sehr stramm. Da draußen ist eine große Welt voller verschiedener Menschen. Wie steht's mit dir? Was für ein Mensch wirst du werden? James? Du bist einfach... Catherine? James! Catherine! Etwas... Sie hat einen Herzstillstand. Okay. Herzmassage beginnen. Das Baby muss hier raus. Papa! Schnell. Papa! Schnell! Mama! 1001. Oh nein! 1002. Los doch! Einen Moment, Catherine. Einen Moment, du und ich. Okay. Du ein Jahr später. Wenn Sie meine erweiterten Töchter füllen, genau sehen, dann schauen wir mit etwas Dekoration und ein paar Spielzeugen wird das ein Zuhause. Komm hierher, mein Sohn. Ein Jahr später und das Spiel hakt sich nicht auf. Ich bin begeistert. Verwenden Sie WASD zum Bewegen. Mit der Maus können Sie sich drehen. Babyschritte. Nee, ich habe das jetzt, glaube ich, hier schon zum 5 Millionsten Mal gemacht und das hat sich des Öfteren hier bei diesem Quicksave immer aufgehakt. Aber ich habe gelesen, dass das mit Fallout 3 wohl so üblich ist, dass sich das ab und zu mal aufhakt. Deshalb, ich
guck mal gerade. Einen Moment. Kann ich hier einen Quicksave machen? Ja, geil. Quicksave auf F5. ich würde es mir... cool. Ich war jetzt gerade kurz am Überlegen, ob ich es auf F8 lege. Passend mit Risen. Aber egal. Komm, wir gehen mal zu Papa. Hallo, Papi. Sehr gut. Meine Güte. Gerade mal ein Jahr alt und geht schon wie ein Profi. Tja. Deine Mutter wäre stolz auf dich. Hör mal zu, ich weiß, dass du es nicht magst, wenn dich Papa allein lässt. Aber du musst dich einen Moment mit dir selbst beschäftigen. Du bleibst hier, während Papa schnell in sein Büro geht. Ist schon okay, Kumpel. Ich bin gleich zurück. Tja, das kannst du vergessen. Meinst du, so eine popelige Tür hier hält uns auf? Da hüpfe ich auf mein Bettchen und spiele mit den Raketen. Erfüllt Laufstallgitter öffnen, Laufstall verlassen, erfüllt Laufstall verlassen. Du bist Special anschauen, das Buch. Das müsste dieses hier sein. So, hier wird es interessant. Hier können wir unsere Skillpunkte sozusagen verteilen für den Anfang. Einmal die Stärke steht für Stärke. Ich bin so stark, ich kann mehr Spielzeug tragen und den ganzen Tag Sachen mit mir herumschleppen. Da würde ich sagen, packen wir gleich schon mal zwei drauf. Denn wir wollen ja viel Zeug mit rumschleppen und ordentlich zuknüppeln können. Was haben wir da? Die Wahrnehmung. Das können wir so lassen, würde ich sagen. Ausdauer machen wir auch einen Punkt. Wenn ich mehr Ausdauer habe, kann ich länger spielen. Ich fühle mich immer gesund und habe ganz viel Energie. Ja, das ist gut. Charisma. Wenn ich viel Charisma habe, finden mich alle toll. Ich bringe meine Freunde zum Lachen und mag es nicht, andere zu hassen. Intelligenz. Ich bin sehr klug und kenne mich ganz toll in Mathematik und mit Wissenschaftssachen aus. Und einmal die Beweglichkeit. Ich bin flink und geschickt und bewege mich, ohne Lärm zu machen. Das machen wir mal so. Die Intelligenz lassen wir so. Dann packen wir auf Charisma auch noch einen Punkt. Ach, Glück haben wir ja auch noch. Luck steht ganz einfach für Glück. Mir passieren dauernd die tollsten Dinge. So, machen wir da einen weg und den packen wir dann noch auf. Ach, komm hier. Hier sind schnieker Kerl hier. Machen wir Charisma. Fertig. Um ein Spielzeug aus dem Spielzeugkasten zu nehmen, blicken Sie darauf und drücken Y. Ja, cool. Cool, cool. Warte. Ich gehe schon wieder rein. Bitte keine Schläge. Kleiner Forscher, was? Geschieht mir recht, weil ich versucht habe, dich einzusperren. Komm hierher. Ich möchte dir etwas zeigen. Warte, Papa. Siehst du das? Das war die Lieblingsstelle deiner Mutter. Ach so. Sie stammt aus der Bibel. Offenbarung 21, Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von dem Brunnen des lebendigen Wassers umsonst. Sie hat das immer geliebt. Na gut, komm schon. Mal sehen, ob deine kleine Freundin Amata mit dir spielen möchte. Ach, Mami. So, wir laufen Papa mal hinterher. Den Teddy nehmen wir mit. Oh, ey! Diese Experimente. Neun Jahre später. Und Bakterien, die hier unten überlebt haben. Wir experimentieren und sie überleben. Überraschung! Oh, laut! Stanley, Sie haben das Licht so schnell eingeschaltet und das arme Kind geblendet. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, danke. Ja, ja. Er wächst so schnell. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Junge. Ich kann kaum glauben, dass du schon 10 bist. Ich bin so stolz auf dich. Herzlichen Glückwunsch, junger Mann. Ich muss dir nicht sagen, dass dies ein besonderer Tag ist, oder? Wenn du hier unten in Vault 10110 wirst,
ist es an der Zeit, die ersten offiziellen Vault-Aufgaben zu übernehmen. Bitte sehr, als Aufseher überreiche ich dir hiermit deinen persönlichen Pip-Boy 3000. Mach dich damit vertraut. Morgen erhältst du deine erste Arbeitsanweisung. Viel Spaß bei deiner Party. Du wirst nur einmal 10. Genieß es. Ja, da hast du wohl recht. Oh Mann, du hast einen Pip-Boy. Ich wäre auch gerne 10. So, zum Aktivieren ihres Pip-Boy-Tab drücken. Erwachsen wird man schnell. Gut, wir gucken uns erstmal den Pip-Boy an. Hier haben wir unseren Status, unsere Gesundheit, der einzelnen Körperteile auch. Dann hier, Red müsste, glaube ich, die Strahlenverseuchung sein. Hier Statuseffekte, das sind unsere Statuspunkte, Fertigkeiten, oh Gott, das wird spaßig werden. Extras, was haben wir da? Weiß ich nicht. Allgemein, so eine Übersicht, okay. Okay, okay, Gegenstände, das ist das Inventar. Daten, hier kann man Radio hören, ach cool. Warte mal. Ach, wie nett. So, Notizen, Aufgaben, erwachsen wird man schnell, die Party genießen und mit Gästen sprechen, alles klar, das kriegen wir hin. Hier haben wir die Karte. Nee, Markierung nicht. Okay. Gut, das habe ich verstanden. Das ist easy. Macht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Da ist uns aber eine Überraschung gelungen, was? Und dein Papa dachte, du wärst uns auf der Spur. Aber ich habe ihm gesagt, er soll aufhören, sich Sorgen zu machen. Du bist leicht zu täuschen. Doch, gar nicht wahr. Du hast mich nicht ausgedrückt. Ich habe nur so getan, als ob ich nichts wüsste. Nee. Großartige Party, Amata. Danke, dass du das für mich gemacht hast. Bitte sehr. Aber dein Papa hat das meiste gemacht. Ich habe nur bei der Dekoration und so geholfen. Hey, wetten, dass du nicht erraten kannst, was ich dir zum Geburtstag schenke? Mach schon, rate. Ich habe echt keine Ahnung, du. Ha, ich wusste, dass ich dich überraschen würde. Wer ist dein Lieblingsbarbar? Genau, Grognak. Ausgabe 14 und ohne fehlende Seiten. Ich habe ihn in einer Schachtel mit alten Sachen meines Vaters gefunden, ob du es glaubst oder nicht. Er und Comicbände. Jeder war wohl mal 10. Naja, du solltest dich jetzt wieder unter deine Gäste mischen. Wir reden später, okay? Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. War's hier? Vielen, vielen Dank, Amata. Vielen, vielen Dank. Ein Comicbuch. Warte mal. Das können wir, glaube ich, auch sofort... ist Amerika. Lesen. Habe ich das jetzt gerade weggeschmissen? Oh, ich habe es weggeworfen. Das wollte ich nicht. Ich wollte es eigentlich lesen. Nahkampfwaffen um 1 erhöht. Jawohl, das ist cool. So. Kann ich hier einfach weggehen? Kann ich nicht. Sie sollten bleiben und an ihrer Geburtstagsparty teilnehmen. Alles klar. Alles Gute zum Geburtstag. Danke, Officer. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstagswünsche. Ja, danke. Vater. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hoffe, du weißt die Mühe zu schätzen, die Amata in deine Party gesteckt hat. Sie scheint dich zu mögen, aus irgendeinem Grund. Tja, ich bin halt unwiderstehlich, genau. Bilde dir nicht zu viel auf ihre Freundschaft ein, junger Mann. Ich bin immer noch der Aufseher und für diese Vault und ihre Bewohner verantwortlich. Okay, okay, ich hab ja schon verstanden. Ist das nicht toll? Ah, cool. Achtung, Achtung, zeig den Kuchen an. Hey, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja. Das hast du ja gut gemacht, Andy. Trendy Andy. Oh nein. Alles Gute zum Geburtstag. Papa, ich hab dir doch nicht immer tolle Sachen zu tun. Ja, jetzt hab ich was. Aber ich bin mir nicht sicher. Nee, danke, lass mal. Den Kuchen kannst du behalten. Die Leute mögen meine kleinen Ansprachen. So, alte Lady Palmer. Und, macht deine Party Spaß? Schon 10 Jahre alt, kaum zu glauben. Fühlt sich an wie gestern, als dein Papa hier eintraf. Ach, du meine Güte, hör nur mein Geschwafel. Du wartest sicher schon auf dein Geschenk, was? Puh, die sieht aber auch echt schon ganz schön alt aus. Sie hätten mir doch kein Geschenk mitbringen müssen, Miss Palmer. Ich hoffe, sie bringen mir was Besseres als letztes Jahr. Gut, wir machen mal das hier. Papalapap. Welches 10-jährige Kind mag denn keine Geschenke?
Ob du es glaubst oder nicht, ach, auch ich war mal 10. Damals war die Vault wirklich überfüllt. Nicht so wie heute. Es gibt nur noch wenige junge Leute. Aber ich schweife schon wieder ab und du hörst so höflich zu. Bitte sehr, ein Süßgebäck, das ich heute Morgen für dich gebacken habe. Allein für dich. Heute musst du nicht teilen. Süßgebäck. Ach, das ist aber lieb. Das ist aber lieb, Oma. Vielen Dank. Da mache ich mal gleich einen Quick-Save. Hallo, Papa. Und? Ja, total. Leicht war es nicht, es geheim zu halten. Nun lauf. Sicher wollen auch andere eine Chance. Da bin boah, es ist auch ganz schön laut hier irgendwie. Ich auch nie. Ich hab Hunger. Und dieser doofe Roboter hat den Kuchen zerstört. Los, gib mir das Süßgebäck, das die alte Lady Palmer dir gegeben hat. Warte, wer bist du denn? Du kriegst hier gar nichts von mir. Miss Palmer hat gesagt, ich muss nicht teilen. Ich habe nämlich Geburtstag. Wie wär's, wenn wir teilen? Für jeden die Hälfte, ist doch fair, oder? Du kannst es haben. Süßgebäck ist sowieso nicht mein Ding. Sicher, Butch, auf das Süßgebäck spucken und es ihm geben. Aber das ist aber fies. Verkrümel dich, Butch. Du kannst mein Süßgebäck auf jeden Fall nicht haben. Ach ja? Wir werden ja sehen. Hey! Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Hey! Er will mich verprügeln! Danke, dass ihr gekommen Butch, was glaubst du da zu tun? Lass genau! Bist du in Ordnung, Kleiner? Er hat dir doch nicht wehgetan, oder? Nee, Officer, alles klar. Ich hoffe, Butch hat dir nicht wehgetan. Willst du mir erzählen, was los war? Also okay, nur Jungen, die sich austoben. Er hat versucht, mir mein Geburtstagsgeschenk wegzunehmen. Wirklich, ich habe angefangen. Es war nicht sein Fehler. Ja, komm, Sohn, Jesus sind wir jetzt nur auch nicht. Gut so, Sohn. Schön zu sehen, dass du dich von Butch nicht schikanieren lässt. Er wird in ein paar Jahren ganz schön schwierig werden, wenn ihn seine Mutter nicht an die Kandare nimmt. Naja, es ist ja nichts passiert. Die Party kann getrost weitergehen. Andy haben letzte Nacht alles repariert. So. Ich mach mir keine Sorgen. Hier mit. Sie können alles reparieren. Ach, Emata, geh mal weg. Ich will mit aber Stanley schön, quatschen. Wie gefällt dir der Pip-Boy da, Junge? Passt der und alles? Ja, klar. Ist in Ordnung, sieht allerdings ziemlich alt aus. Gefällt mir nicht. Wie bekomme ich das ab? Ja, total cool. Haben Sie das für mich repariert? Ja, hab ich. Schön, dass es dir gefällt. Einige halten die A-Serie für zu einfach, aber mir gefällt sie wegen ihrer Zuverlässigkeit. Ja, echt cool. Klar, mir egal, haben Sie was zum Geburtstag gemacht? Sehr interessant, wirklich. Nein, danke, Stanley. Keine Ursache. Ach ja, fast hätte ich's vergessen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Es ist nicht viel, aber ich hoffe, dir gefällt's. Was ist eigentlich Butchs Problem? Ich fass es einfach nicht, dass er an deinem Geburtstag einen Streit anfangen wollte. Was für ein Arsch! Das kannst du aber laut sagen, ey. Der Penner hat versucht, mir mein Süßgebäck zu klauen. Gott, er ist wirklich ein Idiot. Naja, du kannst immer drauf zählen, dass Butch sich selbst zum Narren macht. Verstehst du? Wie läuft's, Kumpel? Alles gut, Papi. So, ich will jetzt mal kurz die Mütze hier aufziehen, die ich da vom Stanley gekriegt habe. Warte mal, das müsste ja... Vergessen. Sauberkeit bedeutet Gesundheit. Bitte platzieren Sie Ihre Abfälle am jeweiligen Stichtag in die vorgesehenen Einäscherungsbehälter. Einäscherungsbehälter. Alles klar. Nahkampfwaffen plus 5 mit dieser tollen Kindermütze. Das sind wir. Oh, oh, er guckt aber traurig. Oh, oh Gott. Er sieht auch irgendwie nicht aus wie 10, er sieht eher schon aus wie, wie 30 vom Gesicht her. Naja. So, was haben wir denn da? Kaffeetasse können wir mitnehmen. Boah, das ist so laut hier. Hey, danke für die Einladung. Echt coole Party und so. Ich weiß, dass, Butch und ich dich mobben, aber das nimmst du doch alles nicht so ernst, oder? Naja, herzlichen Glückwunsch und so. Ich geh dann mal besser zurück, weißt du? Jojo, geh und halt die Klappe. Diese Party ist echt nett. Für ein Kleinkind jedenfalls. Ballons, Partyhüte. Aber nicht so cool wie meine Party. Weißt du noch, wie Andy Zaubertricks vorgeführt hat? Und wie wir alle Mutantenjagd im Atrium gespielt haben? Ach ja, du warst nicht zu meiner Party eingeladen. Tja, echt schade, Mann. War echt lustig. Ach, ihr seid alle so nett zu mir. Du wirst tierisch leid tun, dass du dich mit mir angelegt hast. Hey, das war Jonas auf der Sprechanlage. Er und ich haben uns da eine kleine Überraschung ausgedacht. Jonas wartet unten auf der Reaktorebene auf dich. Geh schon mal. Ich glaube nicht, dass sich jemand beschweren wird, wenn du mal kurz weg bist. Gut, dann gehen wir mal zu Jonas und nicht wundern. Macht's Spaß.
dass... Alles Gute zum Geburtstag. Ja, ist gut. Dass ich hier so rumzucke mit der Maus ab und an. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Schätzchen. Meine Güte, ich hoffe, ich habe die Party nicht verpasst. Naja. Ich wollte gerade schon wieder gehen. Ja, mein Papa und der Martha haben eine tolle Party für mich organisiert, nicht wahr? Ich bin kein Mädchen, ich bin keine 5, also nennen mich nicht so. Wie die Zeit vergeht. Schon 10 Jahre alt. Ich kann mich noch daran erinnern, deinem Vater beim Windelnwechseln geholfen zu haben. Und jetzt sieh dich an. Ein großgewachsener 10-Jähriger mit eigenem Pip-Boy. Weißt du, was ich aufgrund dieses besonderen Anlasses getan habe? Ich habe dir ein Gedicht geschrieben. Nur für dich. Ich hoffe, es gefällt dir. Och, das ist aber lieb. Hast du sonst noch was für mich? Ein Gedicht, sie belieben wohl zu scherzen. Danke, ich werde es immer im Herzen tragen, aber ist das alles? Natürlich. Geh schon, Liebling. Ich wünsche dir einen wunderschönen Geburtstag. Notiz hinzugefügt, ein Geburtstagsgedicht. Warte mal, das gucken wir uns gleich an. Düstere Wände, undurchdringlicher Stahl, Erstickung, Verdammung, kleine Hände, die in unterirdischer Unsicherheit herumtasten. Mama, Papa, bin ich tot? Nein, nein, wiedergeboren in reinigender Fluoreszenz. Oh Gott! Ein Gesicht erscheint, stark und männlich. Ein Vater für mich, ein Vater für alle, der über unser Leben und unsere Ewigkeit wacht. Die Härte der Disziplin, die Härte der Liebe. Gehorsam, mein Erlöser. Von der Larve zur Puppe, von der Puppe zum Arbeiter. Summ, summ. Einer mit der Stahlwabe. 10 Lügen in den 101, endlich von Bedeutung. Bis das Grau von den Wänden in die Haare und die Seele tropft. Und dann ewiger Schlaf, der süße Schlaf der Verbrennung. Das ist das schönste Gedicht, was mir je jemand geschrieben hat. Oh, wie nett. Danke, dass Sie gekommen sind, Miss Beatrice. Ich hoffe, Sie am Morgen. So, jetzt ist hier Ruhe im Karton. Ein weiterer Jugendlicher auf dem Weg. Ein Produkt. Ja, warte mal, wir machen das mal aus hier. Tiefer auf Bordbürger zu werden. Das nervt ganz schön. So, kann ich hier hin? Nein, kann ich nicht. Okay, wir mussten zum Reaktor, ne? Zum alten Jonas. Da ist er, glaube ich, schon. Hey, was machst du hier unten, Junge? Ich dachte, Kinder haben auf der Reaktorebene nichts zu suchen. Ach, komm schon, halt den Rand, Jonas. Wo ist mein Überraschungsgeschenk? Her damit. Oh, oh, ich verstehe. Du bist jetzt 10 und im Geschäft. Nun, mein Herr, dann kommen wir gleich mal zum geschäftlichen Teil. Ach, übrigens, alles Gute zum Geburtstag. Warte noch kurz. Ich glaube, ich höre jemanden kommen. Oh Gott, wer kommt da? Es ist Vater! Bereit für eine Überraschung? Na klar, aber was denn für eine Überraschung? Der Aufseher hat dir deinen Pip-Boy gegeben und du bist alt genug zum Arbeiten. Dann bist du wohl auch alt genug hierfür. Hier, ein eigenes Luftgewehr. Ist ein bisschen alt, sollte aber einwandfrei funktionieren. Jonas hat es hier unten gefunden. War in schlechtem Zustand. Hat uns gut 3 Monate gekostet, um die fehlenden Teile zu finden. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, so eine kleine Feder zu finden? Was für ein Glück, dass Butch sein Springmesser verlegt hat. Also, was meinst du? Willst du es versuchen? Na klar, gib her. Was darf ich denn damit umlegen? Cool jetzt. Es ist nur ein Luftgewehr. Aber auch kein Spielzeug. Probieren wir es aus. Jonas und ich haben eine gute Stelle gefunden. Mir nach. Alles klar, Vater. So, warte mal. Wie rüsten wir das aus? So. Kinderpartyhut, Waffen, Luftgewehr. Wir haben es schon ausgerüstet und ich kann, glaube ich, genau. Ich kann mir das auch so auf die 1 legen. ZST, das ist, glaube ich, der Zustand. Dann 50, das ist die Munition. TP sind, glaube ich, die Trefferpunkte. AP, Aktionspunkte. Aber das werden wir alles noch rausfinden, hoffe ich. Sieht aus wie so ein Bauarbeiter, ne? Ein ziemlich alter, 10-jähriger Bauarbeiter. Okay. Nun, wie sieht's aus? Du kannst jederzeit herkommen und schießen, wenn du willst. Das ist aber lieb. Danke. Ohne Jonas' Hilfe hätte ich das nicht geschafft.
Du musst dich unbedingt auch bei ihm bedanken. Klaro, mach ich. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Kumpel. Ich hoffe, du amüsierst dich. Ja, vielen Dank, Jonas. Das ist echt cool. Hört gerne eine richtige Knarre. Das Luftgewehr ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Hey, 10 wird man nicht jeden Tag. Jetzt zeig mir mal, wie du auf etwas schießt. Ja, warte. Nee. Ich glaube, hier hinten muss man das machen, genau. Plong. Plong. Zum Zielmaus 2. Auf diese Weise wird ihre Präzision erhöht. Jawohl, ja. Eine Wahl. Oh. Glaubst du, dass du sie mit deinem Luftgewehr... Na klar, Papa. Einfach zielen und schießen. Pam. Bam. Yeah. WATS aktivieren, V drücken. Gute Arbeit. Eine Red-Kakerlake weniger, die uns das Leben schwer macht. Lass uns ein Foto machen und den Moment festhalten. Ah, VATS, das ist, glaube ich, hier dieses... Foto von mir und dem Großwildjäger. Dafür brauchen wir die Aktionspunkte. Lächeln. Tschüss. Oh. Sechs Jahre später. Sagen Sie mal, sind Sie wirklich 21, so Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh. Du hast einen GOAT zu machen. Was für ein Ding? Gibt es irgendwas über den GOAT, was ich wissen muss? Der Generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test. GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Welch eine glorreiche Zukunft er uns da prophezeit, das ist ja echt unglaublich. Wie du meinst, Papa, müssen wir hier sterben in der Vault? Werden wir nie rauskommen? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig, also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ja, aber ob das so geil ist, hier sein ganzes Leben in dieser Vault zu verbringen. Gut, an sich, wir kennen nichts anderes, also ich weiß nicht. Stimmt das, Papa? Wurden alle in der Vault geboren? Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. So ein alter Inzesthaufen hier dann wahrscheinlich. Können wir vielleicht über Mutti sprechen? Deine Mutter, sie war sehr schön, aber ihre Schönheit war anders als die, die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz. Sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Ach, sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, mein Junge, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Okay, wie du meinst, Papa, Aufgabe hinzugefügt. Futur imperfekt. Aber mir geht's nicht gut, wirklich nicht. Wir können lügen, aber ich möchte ihn eigentlich nicht anlügen. Wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon,
So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Ja, denke ich auch, dass wir das packen. Mach's gut, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. Danke. So, und jetzt, wie sehen wir jetzt aus? Alter, der sieht so unglaublich alt aus, ne? Er ist 16. Guck dir den mal an. Ach, Mann. Unglaublich. So, Spind öffnen, leer öffnen, Tür. Können wir uns... Guten Morgen. Ja. Bist vorbeigekommen, um deinem alten Herrn vor dem Unterricht einen Besuch abzustatten, was? Neben Wackelpuppe Medizin. Gefundene Wackelpuppe. Sie haben eine Wartech Limited Edition Wackelpuppe gefunden. Die Inschrift auf dem Sockel lautet: Der Schlaue weiß, dass ein Verband die Wunden nur verbirgt. Ihre Fertigkeit Medizin wurde dauerhaft um 10 Punkte erhöht. Was? Das ist ja geil. Das ist ja cool. Warte. Fertigkeiten. Medizin 24. Tatsächlich. Das ist ja cool. Morgen, Jonas. Morgen, Doktor. Hallo, Jonas. Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Oh. Gibt's etwas, was... Denken Sie daran, medizinische Unterlagen sind streng vertraulich. Ach so, ja, dann gucken wir uns das doch mal an. Was hat denn die Amata? Abermals hat der Aufseher darauf bestanden, bei Amatas Untersuchung mit im Raum zu sein, womit jeder anscheinend des Vertrauensverhältnisses zwischen Arzt und Patient zur Farce wird. Ich weiß, dass er mir nicht traut. Er hat mir noch nie vertraut. Aber ehrlich gesagt glaube ich, dass er deswegen dabei sein möchte, weil er Amata nicht traut. Das ist nicht nur lächerlich, sondern wirklich traurig. Amata ist ein tolles Mädchen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie etwas Dummes tun könnte, Schwangerschaft, Syphilis... oder was auch immer, ist so unwahrscheinlich, dass man darauf gar nicht eingehen sollte. Freddy Gomez, Stanley Amata, ja gut. Experimente. Experiment 27CE. Die Zellvermehrung läuft weiterhin normal. Keine Mutation, Gott sei Dank. Ich will mir gar nicht erst vorstellen, was der Aufseher anstellen würde, wenn was immer dort draußen herrscht, in den Vault gelangen könnte. Das wäre nicht so toll. Ich habe noch ein paar Wasserchips geborgt und den Strom hier in der Klinik umgeleitet. Endlich konnte ich Einfluss auf die letzte Probe nehmen. Das ist wenig, aber angesichts der Mittel, die mir zur Verfügung stehen, ist es eindeutig ein Schritt in die richtige Richtung. Doch dieses neue Experiment ist noch, aus einem weiteren Grund von monumentaler Bedeutung. Jonas hat mir zum ersten Mal geholfen. Er ahnt schon seit Ewigkeiten etwas, daher war das wohl unvermeidlich. Seine Hilfe war von unschätzbarem Wert. Ich hoffe nur, dass er weiß, dass er sich damit, was er sich damit eingebrockt hat. Dieser Jonas. So. Hier, Power. Ich würde es einfach gerne im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Hallo. Hallo. Hey, Kumpel. Hey, Jonas! So, was haben wir hier noch Schönes rumfliegen? Nichts. Medizinisches Clipboard, Knochensäge, Zange, Skalpell. Öffne Metall. Ach was. Sensormodul. Altmetall, nehmen wir alles mit. Wer weiß, für was wir das noch brauchen. Ich habe diese Kopfschmerzen, die einfach nicht weggehen. Auch mit den Pillen von letzter Woche nicht. Meine Augen sind so lichtempfindlich. Die haben sie immer. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Armer Stanley. Ja, das wäre gut. So, und ich würde sagen... Nö, sollte nicht zu lange dauern. Ich will schon F8 drücken, verdammt. Ich würde sagen... hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Also, bis dann. Tschüss. Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen.